Nee, nee, das gefällt mir so noch nicht. Wir bauen die Schule woanders hin. Wir bereiten nur mal die Häuser soweit vor. Die Kirche können wir natürlich auch mal platzieren. Oder die Kapelle. Unser Handelsposten ist bald fertig. Sehr schön. Und ich sehe, ein Kind ist erwachsen worden. Ja, aber ist, die haben wir zumindest überall einen. Das ist schon mal gut. Dann lassen wir mal die drei Arbeiter. Werden die früher oder später den Blacksmith wieder brauchen. Ne? Fertig das Gebäude. Sehr schön, die Felder wachsen wieder gut. Können wir eben einen zuweisen. Wir brauchen gleich für den Handelsposten auch jemanden. Ja, Trader. Ja. Bisschen wenig Holz haben wir, ne? Aber man hört es ja in den Effekten, es wird Holz abgebaut. Wenigstens das Essenproblem scheint vorerst mal gelöst. Und wir haben den Trade-Posten, wo wir 6 Händler einstellen können. Ne? Okay. Jetzt können wir da natürlich hier was reinliefern lassen, ne? Was wir halt zum Handeln dann haben. Das heißt, wir werden... Von was haben wir denn viel? Von nix, ne? Squash haben wir viel. Hatten wir viel. Wir müssen nämlich mit den Leuten handeln, ne? Wenn wir was haben wollen. Ich glaube, wenn der Merchant kommt, wird das Spiel eh pausiert. Ne, wir haben es zumindest mal gebaut. Wir haben zwar noch keinen zugewiesen, aber ist mir jetzt auch erstmal egal. Ich nehme mal die Zuweisung vom Bauer weiter weg, dass wir wieder 3 Arbeiter haben. Wir könnten auch auf die vollen 8 Farmer hochfahren. Können wir da im Notfall welche abziehen, wenn wir einen Schmied brauchen? Food is low, finde ich jetzt nicht unbedingt. Aber es wird schon geändert. Es ist nämlich Anfang Herbst schon wieder. Wahnsinn. Ja gut, wir sind auch auf 5-facher Geschwindigkeit unterwegs, ne? Aber schon mal gut, dass hier überall jemand fährt und wer arbeitet so. Auch wenn wir nur einen Jäger, einen Sammler, einen Kräuterkundler haben, ne? Wir brauchen es dann eh zum Handeln, so ist es ja nicht. Sehr schön, hier werden die Bäume gefällt. Fleißig wird das Essen reingeholt. Dann beschränken wir uns erstmal darauf, hier alles am Laufen zu halten. Und ich glaube, solange wir keinen Trader zugewiesen haben, kommt auch keiner noch. Brauchen wir jetzt aber auch noch nicht unbedingt. Aktuell können wir uns selber einigermaßen versorgen.
Ich hoffe, wir bekommen wieder genug Holz auch rein. Ne? Scheint aber hier ganz gut abgerissen zu werden. Gut, wir reißen ja auch die halbe Insel ab. Ne? Oder die Landzunge, was das hier ist. Ja, ich weiß, wir haben wenig Holz. Wo war denn die Map hier? Nicht die Größe machen? Nee, ne? Eisen. Blacksmith können wir dann wieder einstellen. Okay, die Felder sind abgeerntet. Das heißt, wir gehen auf das Mindestlevel an. Farmarbeitern runter, ne? Dafür können wir aber bei den anderen ein wenig hochfahren. Oder wir lassen einfach die Arbeiter, dass hier mal ordentlich abgebaut wird. Dann können wir die auch einfach zuweisen. Ne? Interessant wäre vielleicht noch ein Jäger. Zweiter. Dass wir mehr Essen reinbekommen und vor allem auch ich hab's vergessen, was ich sagen wollte. Mehr Leder reinbekommen, so dass wir Werkzeuge, Gewand herstellen können. Ne? Ich habe hier mal jeweils 100 in Auftrag gegeben, ne? Das heißt, die Arbeiter werden das darüber bringen und dann können wir, wenn ein Trader kommt, handeln. Ne? Aber solange wir keinen zugewiesen haben, wird auch keiner kommen. Deswegen wird auch hier, glaube ich, nichts angeliefert erstmal noch. Währenddessen läuft unser Terraforming hier einigermaßen, ne? Sollte auch wieder einiges an Holz reinbringen. Können wir auch handeln, ne? Ah, ist ein bisschen viel, 150 Steine. 50 Holz. Und 50 Feuerholz. Herbs haben wir noch nicht so viel, also Kräuter, ne? Behalte ich mal lieber. Da können wir ein bisschen mit Baumaterialien auch handeln, wenn es ist. Ne? Spätwinter, das heißt, wir gehen zumindest um 2 Farmer hoch auf 6. Ne? Lassen wir den Schmied zugewiesen. Ups, ich wollte mir das ein wenig markieren hier. Dass wir ein wenig sehen, was wir so auf Lager haben. Ne? Gewand ist halt schwierig gerade, aber ohne Leder. Ne? Da wären eben Kühe interessant. Ne? Spital könnten wir bauen, wir könnten auch die Halle fast bauen, ne?
Chaos, Eisen und Stein jetzt her fleißig weggeräumt auch. Werden auch hier von unserem Baugrund mal die Steine loswerden. Wenn wir hier nach unten wachsen wollen, ne? Ich werde dann langsam aber sicher mal eine Pause machen, denke ich. Jetzt sind wir doch schon mehr als 2 Stunden hier wieder am Werken. Ich sehe schon was eingelangt. Nee, okay, also solange wir keinen Händler haben, kommt da glaube ich auch nichts rein. Ne? Den Werkzeuge könnten wir eigentlich auch reinstopfen. Ne? Solange wir keine Kohle haben, können wir keine Stahlwerkzeuge herstellen. Ne? Brauchen wir dann eine Mine. Na, die braucht aber einen Berg. Sie platzieren können, da ist jemand gestorben. Ein Farmer ist gestorben, während er das Kind geboren hat. Eine Farmerin in dem Fall. Entschuldigt, meine Nase juckt. Kann natürlich passieren, ne? Wir haben kein Krankenhaus noch. Ja, 6 Farmer. Reicht uns, wir haben einen Arbeiter zumindest. Besser als keiner. Im Notfall können wir wieder unseren Jäger einen abziehen. Aber aktuell haben wir ein bisschen wenig Gewand, ne? Ein Farmer ist krank und arbeitet. Ihr wisst, was das heißt, es wird Zeit, das Spital zu bauen. Glaube ich. Die erste Seuche ausbricht, wird es vielleicht Zeit, sich das gleich mal anzuschauen. Ne? Ich frage mich, ob man hier in dem Berg können wir eine Mine bauen, nur für Kohle. Also nicht, dass wir die Leute hätten dafür. Okay, da können wir eh nur eine reinstopfen, wie es aussieht. Andere Seite vielleicht. Hat man vorher schon probiert, ne? Schwierig. Okay, also hier würde man eine Mine reinbekommen. Zwei sind krank. Da geht's zum Doktor, aber ich wusste gar nicht, dass wir schon einen Doktor haben. Wo haben wir denn die Schule hingestopft? Nirgends noch. Wir werden anfangen müssen, die Leute zu unterrichten. Ne? Mal hier hin. Nö. Erstmal. Bauen wir hier den Weg aus. Ich geht gerade so nicht rein, ne? Okay. Vorbereiten. Wichtig wäre das Krankenhaus, wenn wir jetzt kranke Leute anfangen zu haben. 3 mittlerweile. Das hat mich nämlich im letzten Let's Play auch niedergerissen. Ne?
wenn die Leute krank werden, ne, das kann sich dann durchaus verteilen und dann ist ja die Kacke am Dampfen, könnte man sagen. Ah, okay, weil er mal krank gehabt hat, sich die Geschwindigkeit runtergedreht, okay. Gut zu wissen. Unser One-Man-Bauarbeiter kann hier wieder dahin werkeln. Vier kranke Leute. Der Vorteil ist, wir haben zumindest einen Herbalisten. Also, wir haben zwar gerade keine Kräuter. Masern, ne? Measles sind es, glaube ich, die Masern. Blacksmith stellen wir eben mal ein. Ist halt kein Vorteil, dass wir kein Gewand haben. Sechs kranke Leute mittlerweile, ne? Ja. Hängen uns das hier mal her. Damals gab es eben noch keine Masernimpfung, ne? In was für auch immer welchen Jahr das spielt, ne? Mittleres Mittelalter oder so, will ich behaupten. Das ist natürlich jetzt etwas blöd, so. Später Sommer und es wird hier nur langsam geerntet. Na, das ist nämlich der Nachteil, wenn die Leute krankheitsbedingt ausfallen, ne? Und das Farmer sind. Dann ist das nicht unbedingt förderlich. Wir sind essensmäßig aber noch gut aufgestellt. Der Bauarbeiter hier fleißig am Werken und Straßenzimmern. Quarantäne und so gibt es hier natürlich auch nicht. Nur mehr vier Kranke. Gut, einer ist gestorben, wir waren aber schon auf sechs. Ne? Also, oh, das sind Kinder erwachsen worden. Uiuiui, das finde ich gut. Wir machen eben noch einen zweiten Herbalisten, einen zweiten Kräuterkundler. Und dann können wir einen dort abzweigen für die Klinik, ne? Sehr schön, die Straße um die Klinik wird gebaut. Zwei Kranke nur mehr, also es ist kein Nachteil und ein zweiter, ein Arbeiter ist gestorben. Dass wir den Herbalisten schon haben, den Kräuterkundler. Sonst wird es schlecht aussehen. So, und ein Farmer ist jetzt auch noch gestorben an den Masern. Okay. Einen Arbeiter brauchen wir, es hilft nichts. Wenigstens essensmäßig stehen wir nicht so schlecht her. Hier könnten wir dann Friedhof links, rechts machen, ne? Dachte ich mir. Neben den Feldern sicher ganz gesund. Das habe ich eh noch offen hier. Aber es wird fleißig gearbeitet, ne? Schulhaus, da werden wir einen Lehrer dann auch brauchen, ne? Gut, Ressourcen hätten wir eigentlich genug. Ich stelle das hier als auch in die Bau-Queue, was so als nächstes ansteht, ne? Oder wisst ihr was, wir machen das hier drunter, dann steht es nicht mitten im Bild.
Spätherbst. Achso, die Felder sind abgeerntet. Na, wir können nicht auf die Mindestanzahl runtergehen. Und haben dann mehr Arbeiter, was sicher kein Nachteil ist. Geliefert worden. Ne? Nö. Aber wir haben ja Zeit. So, immer hier nämlich einen Friedhof herstopfen. Gut, stopfen wir hier nicht her, weil kein Platz ist. Dann kommen da zwei Felder hin. Dann kommt der Friedhof. Oh, ein Händler. Aber wir haben keine Handelsleute. Jetzt schon. A Wild Trader arrived, ne? Oh, okay, der hat gewandt. Braucht man nicht. Gewand braucht man nicht unbedingt, wenn ich ehrlich bin. Trader reicht einer. Der eine liefert jetzt nämlich hier die Sachen an. Ne? Dann hoffen wir, dass der nächste irgendwas Gutes mitbringt. Seit Winter werden bald wieder die zwei Farmer einstellen müssen, ne? Losgeht, aber wir sind ganz gut essenstechnisch aufgestellt. Ne? Aufgestellt. So, hier haben wir die Bäume auch gut abgeholzt schon. Feuerholz stellen wir auch ganz gut da. Wir haben auch gut Stein und Eisen. Ne? Sobald hier das Spital und die Schule fertig sind, werden wir auch schauen, dass wir ein paar Häuser bauen. Die Framedrops haben sich sehr gut beruhigt, muss ich sagen. Scheint, als würde je länger der Stream läuft, desto besser wird's mit den Dings, ne? Warum auch immer. Es wird sich das ausmoven, ne? Ich habe schon überlegt, das Starlink zu bestellen, ne? Aber erstens ist es noch immer verdammt teuer. und ich bin mir nicht sicher, ob ich es benutzen kann. Es braucht verdammt viel Strom, vor allem auch. Und das Problem, ich bin zwar im zweiten Stock heroben, aber meine Aussicht würde nur auf der Balkonseite gehen, ne? Wo mein Balkon ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Müsste ich mal vielleicht ausmessen. Da gibt es, glaube ich, eine App, ne? Da ist zwar die Latenz, glaube ich, nicht überragend. Also der Ping, ne? Wäre aber nicht so tragisch, wenn ich dafür mehr Upload hätte. Ne? Eine Glasfaseranbindung, denke ich, könnte hier noch ein wenig dauern. Ja, 7 sind wir übrigens mittlerweile. Ne? Geht hier also Wahnsinn. Da frage ich mich gerade, wie wir da nur 100 Jahre geschafft haben. Jetzt sind wir gerade mal 2,5 Stunden dann im Spiel und 98 Jahre hatten wir im letzten Durchspiel. Ne?
Ich muss auch sagen, ich habe die Katastrophen mehr diesmal abgeschaltet. Ne? Es dürfte also keine Seuche zumindest kommen. Krankheiten ja, aber keine solchen. Und ich frage mich gerade, was unser Bauarbeiter eigentlich macht. Sehr schön, hier würde langsam was sicher aufgefüllt. Na, Fische könnte man auch einlagern oder so und werden. Aber ich bleib mal bei dem, was wir haben. Da ist wieder ein Kind erwachsen worden, wie es aussieht. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, was unser Bauarbeiter macht. Läuft sicher irgendwo rum, aber keine Ahnung wo. Können wir da eigentlich? Ich glaube, es gibt Tunnel, ne? Lassen wir noch nicht bauen. Ne? Nur mal so als Vorbereitung, dass die Leute hier dann schneller hin und her laufen können. So, na. Könnte kein Nachteil sein. Aber ich habe keinen Plan, was unser Bauarbeiter macht. Es sind Leute erwachsen worden. Komm, wir weisen eben einen zweiten Bauarbeiter zu. Noch einer erwachsen worden, sehr schön. Ich würde eh gerne hier das Spital besetzen, ne? Wir fahren wieder nur mit 6. Ach, wir stellen hoch auf 7, nachdem gerade ein Kind wieder erwachsen worden ist. Auf 7 Bauarbeiter, ne? 7 Farmer, nicht Bauarbeiter. Ah ja. Ja, keine Ahnung, was unser Baumeister macht, ne? Schläft wahrscheinlich irgendwo unter die zwei Baumeister, wie es aussieht, denn es geht hier bei beiden Builds nichts weiter, ne? Noch einer erwachsen worden, sehr schön, dann haben wir 8 Farmer jetzt zugewiesen. Kartoffeln und daneben kommen dann die anderen Dinger. Die Squashes. Essen kann man nämlich nie genug haben, so wie Feuerholz. Habe ich auch lieber zu viel als zu wenig, vor allem wenn wir jetzt dann Häuser ausbauen. Hier will ich ja noch eine kleine Siedlung herhaben. Ne? Wir warten, glaube ich, immer noch darauf, dass das Dockbeilzeug hier rüber geliefert wird. Ne? Gehen hier eigentlich auch Häuser her? Ja, mehr oder weniger, okay.